So, Bassut, wieder ein neues Helms! Helms weg! Helms! Hallo! Wir sind's, Bassut! Und wir haben heute wieder ein Bassut kocht Video. Seit langer Zeit. Oh, der Tisch ist ganz schön dreckig. Wir sind gerade am Kohlen am machen. Heute gibt's Pizza auf dem Grill. Und ja, aber Näheres weiter da später. Und wir sind jetzt erstmal am Kohlen am machen und sehen uns gleich wieder. Und hier sieht man, wie die Kohlen gerade vor sich hin braten. So, jetzt geht's ans Belegen. Da fängt man eigentlich immer mit Tomatensauce an. Nein, Käse. Die gab's natürlich schon dabei. Die war angerührt. Die war bei dem Teig dabei. Da musste man nur Wasser zumachen und dann war das eigentlich gut. Wie italienische Pizza, geil! Bisschen mehr ruhig, oder? Ja, klar. Ach, nicht ganz an Rand, nicht an Rand. Ganz wichtig, nicht ganz an Rand machen, sonst geht der hinterher nicht auf. Ein kleiner Basso-Tipp. Endlich mal ein hilfreicher Tipp. So. Nicht ganz so ordentlich sein. Hinterher sieht man es eh nicht mehr. Noch ein bisschen, oder? Da ist mir auch noch was drin. Ja, da ist nicht mehr viel drin. Und wie wir sehen. Es ist für den Arsch. Das war's auch schon. So, bitteschön. Ich fange schon mal an mit... Meine Pizza ist fertig. Nein, ist die nicht. Wir haben gar keinen Löffel, ne? Wir haben gar keinen Löffel. Gar keinen Löffel. Wo haben wir denn den Löffel? So, mit dem Löffel geht natürlich alles einfacher, wenn man einen hat. So. Nimm den mit der Hand. Fang mit der Salami an. Ja, ich jetzt auch zu. Übrigens haben wir einen Pizzastein von der Firma, die wir natürlich unter den Amazon-Link werden wir unter der Videobeschreibung dann posten, damit ihr euch auch so ein tolles Pizzamenü zaubern könnt. Ich brauche das. Ich brauche das. Dein Teig ist nicht bis hoch. Mal gucken, wie der was hinterher ist. Den kriegt ihr gar nicht runter von dem dicken Brötchen oder so Fladenbrot, ey. Man denkt immer, man wird nicht satt, man legt immer mehr drauf, ne? Ja. Salami. Das ist eine Salami-Pizza. Sie besteht nur aus Salami. Wir nennen sie Salami. Salami war das. Den Mais. Ist aber gut. Guck mal, dann kann man dosieren mit der Hand. Oh. Für den Boden auch. Und für mein. Ja, halt so ruhig. Alter, und Peperonis. Leute, Peperonis. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Kerne auch. Ist auch ein paar Peperonis. Ja, ich bin noch nicht so weit. Bist du auch einmal mit der Hand reingegangen? Überall. Außer in die Soße. Leute, ganz wichtig, etwas geriebenen Gouda-Käse. Herrlich. Da ist wohl wenig Belag drauf. Gar nicht, sieht doch gut aus. Hier kommt Doppelkäse. Dreifach. Dreifach Käse. War doch gut, ne? Nein. Nein, nein. Da wollte ich, genau da wollte ich kein Käse hin. Ach, da? Ja. Alter, wir haben so viel Käse über, wir müssen noch ein bisschen Käse drauf machen. Peperonsio, ey. So, das war's eigentlich. Ach so, ein bisschen Käse könnten wir eigentlich noch drauf machen. So.
Hatte ich überhaupt schon Käse? Ja, doch, Käse. Noch Alter, ich hab auch Käsebutter. Nein, nimm doch den hier. Den soll ich schon offen. Ja. Pizzagewürz. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Ich mach's trotzdem noch drauf. Wieso ist denn die Packung neu? Wieso ist die so verschlossen? Wieso ist die so verschlossen? Oh. Nur ein bisschen. Ich weiß nicht, was das für Kräuter sind. Pizzakräuter. Ja, Oregano. Pizzaborn. Das sieht doch gut aus. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hervorragend! Komm. Auf jeden. So, die Pizza kommt rein. Versuchen es schnell wie möglich zu machen. Scheiße! Und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder und gucken mal, wie die Pizza dann aussieht. Sieht man mich überhaupt? Ich bin eine Lampe. Dann sehen wir uns gleich. Und die Zeit, die verging nicht. Und die Zeit verging überhaupt nicht. So, und so sieht die Pizza dann aus, wenn sie fertig vom Grill, vom Pizzastein kommt. Fang an, schneide sie! Ja, das so. Sieht doch wunderbar aus. Dann sehen wir uns gleich zur Verköstigung wieder. Mmm, seht euch dieses leckere Stück Pizza an. Ich meinte natürlich, seht euch dieses leckere Stück Pizza an. Yay! Und die Verkostung macht wie immer Helms. Aber sag natürlich deine ehrliche Meinung, ne? Und, wie schmeckt es dir? Scheint ihm wohl zu schmecken. Ja. Ja, das war doch wieder ein erfolgreicher Tag von Basut kocht. Seht. Seht. Der steht zur Seite. Ja, ja. Nein, dann sehen wir uns halt nächstes Mal wieder bei Basut kocht, wenn es wieder heißt Basut kocht.